Hallo bei Nerdvermedizin. Heute wieder mit einem noch unbekannten Gesicht neben mir. Das ist Dominik. Dominik Fischer ist ein Notfallsanitäter, der auf der Straße und in der Luft Notfallmedizin macht. Korrekt. Und ist ein cooler Typ, mit dem ich mich über drei Buchstaben unterhalten möchte. Und zwar nicht ABC, sondern RSI. Dominik, was hat es mit dieser komischen Abkürzung schon wieder auf sich? Ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung. RSI steht für Rapid Sequence Induction und beschreibt letztendlich eine Form der Narkoseeinleitung im Notfall, die gekennzeichnet ist durch eine zügige Einleitung mit Medikamenten, die eine schnelle Anschlagszeit haben, um dann letztendlich optimale Intubationsbedingungen zu schaffen, um möglichst schnell den Atemweg zu sichern und vor Aspiration zu schützen. Ilius-Einleitung, Crush-Intubation, das wären so andere Worte für genau dasselbe, oder? Einfach synonyme Begriffe, genau fürs gleiche Ziel. Ja, sonst sagen die Teilnehmer wieder alles wieder Englisch, RSI, Rapid C. Naja, wie auch immer. Die RSI, was sind denn eigentlich so die Ziele, die ich mit der RSI beim Patienten erreichen will? Also, Ja, die typischen Ziele einer allgemeinen Narkose: Wir wollen optimale Oxygenierung sicherstellen, wir wollen eine gute Ventilation sicherstellen, das heißt Hypo- und Hyperkapnie vermeiden. Und wir wollen natürlich auch eine optimale Analgesie erreichen. Und als letzten, aber auch sehr wichtigen Punkt: Wir wollen den Atemweg vor Aspiration schützen. Okay, das sind natürlich hehre Ziele. Jetzt könnte man sagen, naja, ich meine, die RSI, das ist ja dann genau dasselbe wie die ganz normale Standardnarkoseeinleitung zur Standardnarkose. Das kann ja, der macht ja der Anästhesist jeden Tag, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Zu sagen, die RSI ist halt eine Standardnarkose und einfach ein anderes Wort für Narkose im Rettungsdienst, oder? Nee, auf keinen Fall. Wir haben ja da ganz andere Problemstellungen. Wir haben einen Notfallpatienten, der irgendeine Einschränkung im A-, B-, C- oder D-Bereich hat. Wir haben entsprechende Ziele, um möglichst schnell diese ABCDE-Problematik anzugehen, also eine therapeutische Intervention, die einen gewissen Zeitdruck beinhaltet. Und wir haben auch multiple Komplikationen, die da auftreten können. Wir wissen zum Beispiel, dass prähospitale Notfallnarkosen eine deutlich erhöhte Inzidenz für schwierige Atemwege hat. Und damit schon eine deutlich höhere Herausforderung wie die klassische elektive Narkoseanleitung in der Klinik. Letztendlich kann man davon ausgehen, dass ungefähr 3 bis 5% der Notarzteinsätze, also wir sprechen noch nicht einmal von Rettungsdiensteinsätzen, sondern von den reinen Notarzteinsätzen, eine prähospitale Notfallnarkose notwendig werden lassen. Und damit sind wir ja eher im Zahlenbereich bezüglich Kindernotfälle oder relevanter Kindernotfälle, die wir ja ganz gerne als Notfälle abseits der Routine bezeichnen. Und damit kann man, glaube ich, schon mit Fug und Recht sagen, dass auch die Notfallnarkose in der Präklinik oder im notfallmedizinischen Setting allgemein eher eine Maßnahme abseits der Routine ist. Mal Okay. den Profi-Anästhesisten außen vor gelassen. Okay, das bedeutet natürlich, dass wir uns dann auf jeden Fall nochmal ganz genau fokussieren müssen auf das, was wir eigentlich beim Patienten erreichen wollen, ne? Also es gibt drei klassische Schlagwörter dafür. Das ist einmal First Look. Also wir sollten gucken, den Atemweg möglichst auf den ersten Intubationsversuch gesichert zu bekommen, weil wir wissen, jeder weitere Intubationsversuch lässt die Komplikationsrate deutlich ansteigen. Dann der zweite Punkt wäre keine Desaturierung. Das heißt, wir wollen keine Hypoxie mit unserer eigentlich gut gewollten Maßnahme erreichen. Und ein Punkt, der auch ganz gern vergessen wird, wir brauchen eine gewisse Blutdruckstabilität. Wir haben mitunter Patienten, die auf einen vernünftigen Perfusionsdruck angewiesen ist, bedeutet keine Hypotension. Das wären unsere drei wesentlichen Ziele, die wir da verfolgen. Und das Schwierige ist natürlich, wenn du so die Ziele in den Raum wirfst, häufig haben unsere Patienten, deswegen brauchen sie ja den Tubus, eingangs schon nur eine 70er Sättigung, Richtig. der Blutdruck ist auch nicht viel, viel höher. Das heißt, das macht das Ganze haarig. Ja, das Setting der Vitalfunktionen ist nicht ganz optimal. Ich verstehe. Aber das sollen nicht die einzigen Probleme sein. Wo siehst du noch Probleme? Also was sind für dich so im Alltag die Probleme, wo du sagst, hey, das sind Punkte, warum die RSI oft nicht klappt? Ja, zum einen aufgrund der geringen Häufigkeit natürlich die fehlende Routine. Also es ist eine Maßnahme, die wir nicht häufig durchführen. Dann wissen wir auch ganz deutlich, dass die Einleitung und die Sicherung der Atemwege deutlich schwieriger ist wie innerklinisch. Wir haben deutlich schlechtere Bedingungen wegen der Vorbedingung schlechte Vitalfunktionen als Indikation, aber auch was Lagerung zum Beispiel angeht, was aber mitunter auch die Fähigkeiten der Anwender angeht.
Und ja, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, wir arbeiten ja im Team und da gerade im Rettungsdienst als Ad-Hoc-Team. Das heißt, wir müssen uns erstmal an der Einsatzstelle zusammenfinden und den Ablauf planen und die Maßnahmen auch entsprechend verteilen. Okay, das sind natürlich ganz relevante Punkte. Übrigens, wenn du sagst innerklinisch, dann meinst du ja die Narkoseeinleitung im OP. Mhm. Denn Korrekt. Die Kollegen in der Notaufnahme haben ja sehr, sehr ähnliche Probleme. Also vielleicht nicht das Ad-Hoc-Team, aber die Patienten sind sehr, sehr ähnlich, auch häufig massiv instabil und erstmal als schwieriger Atemweg auch zu erwarten. Ohne Frage. Genau, das heißt auch für die Kollegen in der Notaufnahme sehr, sehr relevant und die Vorbereitungen sind auch ähnlich. Okay, jetzt hast du die ganzen Probleme mal so skizziert. Jetzt könnte man deprimiert das Video ausmachen und sagen, hey Mensch, dann lasse ich es halt bleiben. Ne? das hilft aber nichts, weil vielleicht ist schon morgen im Dienst jetzt so eine RSI auf dem Thema oder ist ein Thema. Was sind Punkte, wie ich morgen meine RSI ein bisschen besser machen kann als heute? Ich glaube, da helfen uns ein paar Grundsätze aus dem Crew Resource Management. Also zum einen mal die gedankliche Vorbereitung, also das vorige Durchspielen des Ablaufes. Wie möchte ich da vorgehen? Was wären so Kernpunkte, die ich da auf alle Fälle umsetzen möchte? Also das damit auseinandersetzen wäre ein wichtiger Punkt. Dann vor allen Dingen Geschwindigkeit rausnehmen, ein kurzes Team-Timeout machen, wenn die Indikation zur Notfallnarkose gestellt wird. Und dann darauf achten, dass man sich auf den Einleitungsablauf, aber vor allen Dingen auch auf die vernünftige Teamaufteilung konzentriert, um da letztendlich die Vorbereitungen möglichst schnell, sicher und auch vollständig abzuarbeiten. Weil es ist ja ein heikles Thema. Also die Notfallnarkose ist etwas, wenn die schief geht, dann ist das was, glaube ich, ganz, ganz schwer auf unseren Schultern lastet. Ohne Frage. Ein Patient hat erst noch einen Kreislauf und dann leite ich den ein und nehme ihm damit vielleicht den Druck und er ist reanimationspflichtig und stirbt. Mhm. Deswegen ist die Indikationsstellung und die Entscheidung, jetzt mache ich die Einleitung, häufig eine ganz, ganz schwere, weil man auch weiß, dass der Patient so kritisch ist. Das ist das eine. Und das andere ist das, dass ich glaube, dass bei der RSI ganz häufig falsch verstanden wird, das ist nicht so wie die Reanimation, wo ich sofort in den nächsten 2 Sekunden den Patienten intubieren muss, mhm. sondern man hat ja trotzdem so ein bisschen Zeit. Also wir haben ja im Vorfeld gesagt, also man unterschätzt häufig, dass man doch Zeit für die Vorbereitung hat, oder? Ohne Frage. Ich meine, gefühlt haben wir ja in der Notfallmedizin immer Zeitdruck. Aber gerade bei der Notfallnarkose ist es ja schon so, dass wir ein gewisses Zeitfenster haben, um uns da nochmal zu erden, das Team entsprechend einzuteilen und dann die Maßnahmen vernünftig an den Patienten zu bringen. Okay. Ich glaube, damit haben wir schon mal eine ganze Menge relevante Punkte um das Thema RSI abgehakt. Und jetzt der Spoiler auf die nächsten Videos. Also, liebe Leute, der Dominik ist nicht nur ein cooler Typ, den wir hoffentlich auch zukünftig noch in Videos sehen werden. Und ich kann verraten, da ist schon was geplant. Aber der Dominik ist vor allen Dingen in einer Gruppe drin, die sich mit dem Thema RSI, ich habe es ja gesagt, sehr, sehr speziell auseinandergesetzt hat. Und da gibt es ein paar Nerds, deswegen sind sie hier im Video, die haben, ich halte das mal ganz kurz hoch, Folgendes entwickelt. Was ihr jetzt nur ganz kurz gesehen habt, das ist, Dominik, um nicht zu viel zu verraten, ein Konzept, wie man Material und Mensch in einem Training und mit leichten Tools im Alltag perfekt auf die RSI vorbereitet, oder? Korrekt, genau. Letztendlich eine Hilfestellung, um den Komplettablauf der Rapid Sequence Induction vernünftig zu strukturieren und ja, schnell handlungssicher abzuarbeiten. Okay, und erstens, ihr müsst unbedingt die nächsten Videos gucken, weil die werden super. Und Dominik, dir stellvertretend für das Team, auch mit dir. Es ist natürlich genial zu sehen und für mich und Martin, glaube ich, auch extrem motivierend, dass es halt andere Nerds noch gibt und dass wir so die Notfallmedizin nämlich Stück für Stück etwas besser machen. So, genug rumgelabert. Das war Video Teil 1. Danke, dass du dabei warst und seid gespannt auf die nächsten Videos. Ciao.